Wir nehmen euch mit in unsere Kindheit und kochen Wurstgulasch mit Nudeln. Bleibt dran. Hi jungen Köchlinge, hier sind Christian, Markus und Daniel. Und wir machen mit euch heute eine kleine Zeitreise, kann man sagen, mit unserer Küche. Denn wir werden heute zusammen mit euch ein Gericht aus unseren Kindheitstagen, was wir alle drei kennen, kochen. Und zwar das Wurstgulasch. Lecker, schnell zubereitet. Und bei Kindern sehr beliebt, weil es noch einen sehr, sehr süßlichen Geschmack hat. Ja. Wollen wir auf Zutaten vorstellen, so wie immer? Ja, würde ich sagen, wa? Fangen wir an. Supi. Gut. Wir brauchen Pflanzenöl. Sieht man das? Ja, ganz normales Pflanzenöl, wie Markus sagen würde, geschmacksneutrales Öl. Also ist egal, ob Sonnenblumen oder Rapsöl. Ja. Wir brauchen Zwiebeln, rote und helle, also weiße Zwiebeln. Paprika, einmal die Ampelfarben durch, nämlich gelb, rot und grün. Wir brauchen etwas Tomatenketchup. Da könnt ihr eure eigene Hausmarke bevorzugen. Gibt ja etliche Hersteller. Ist ja auch mittlerweile so eine Wissenschaft, wer macht den besten Ketchup. Genau, am meisten Zucker ran. Genau, also da könnt ihr euch das aussuchen. Wir brauchen auch Zucker noch so, weil ja ein Ketchup noch nicht genug da ist. Sehr schön. Gewürzgurken haben wir uns jetzt für kleine entschieden. Ihr könnt auch große nehmen. Ihr könnt auch Gewürzgurken, die in Chiliöl eingelegt sind, nehmen. Wäre auch eine Variante. Wer gerne halt scharf essen mag, wäre das vielleicht eine super Abwandlung. Des Weiteren brauchen wir Tomatenmark. Passierte Tomaten, genau. Ihr könnt auch Tomatensaft nehmen, müsstet allerdings die Sache dann etwas länger kochen lassen. Wir haben uns für passierte Tomaten entschieden. Ja, haben wir gleich ein bisschen Bindung mit dran. Und das Wichtigste am Wurstgulasch, die Wurst. Ja. Und da sind eigentlich der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Wir haben uns jetzt für Wiener Würstchen entschieden und für Cabanossi. Richtig. Cabanossi ist eine herzhafte Knackwurst. Ja, ne? Ein bisschen gröber. Und ihr könnt auch Bockwurst nehmen, ihr könnt Fleischwurst nehmen, ihr könnt Jagdwurst nehmen und Würfel schneiden. Ihr könnt auch das ganze Gemüse weglassen und das halt nur mit der Wurst und der Soße dann kochen. Zwiebeln, genau. Und Zwiebeln, da gibt es etliche Möglichkeiten. Ist sehr beliebt bei Kindergartenkindern. Richtig. Ne? Und da das Wurstgulasch nicht alleine sein soll, machen wir dazu Nudeln. Richtig. Genau, und da haben wir euch ja schon im Nudeltutorial gezeigt, wie ihr einen Teig zubereiten könnt. Und den werden wir jetzt einfach nochmal weiterverarbeiten, indem wir den ausrollen und nochmal kleiner schneiden. Dann passt da. Genau, wir machen das halt, wir pimpen das Gericht, wie man im Neudeutsch sagen würde. Wenn ihr euren Kindern eine Freude machen wollt, Spirelli. Ja, Nudeln, ne? Wäre das Zauberwort dafür. Auf jeden Fall. Ja, und damit würde ich sagen, wir starten, wir teilen uns auf. Markus kümmert sich um die Pasta. Genau. Und ich werde das Gemüse und die Wurst schneiden. Mhm. Und dann treffen wir uns zusammen am Herd. Richtig. Und kochen zusammen das Gulasch. Ja. So, du musst mich, bevor du da anfängst zu kneten, einmal hier ranlassen. Ich habe vergessen, etwas für den Müll und ein Sieb. Ein Pasta-Sieb. Ja, wir haben die Paprika nämlich noch nicht gewaschen. Und man sollte Lebensmittel vor dem Verarbeiten wenigstens mal eine kleine Dusche gönnen, bei den Temperaturen auch insgesamt angenehm. Das stimmt. Na? Meine Oma hat das früher auch oft gekocht, Wurstgulasch. Wird der ein oder andere feststellen, ne? Der Junge hat irgendwie nur bei seiner Oma gegessen. Ja. Aber es war wirklich so, ich war auch vom Schulessen relativ schnell befreit und durfte zu meinen Großeltern gehen. Verwöhnte Göre, du. Bitte? Ja, also. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch aussah, aber ich bin in den Genuss gekommen, dass für den kleinen Prinzen gekocht wurde. Ja. Wie man so sagte. Vorsicht noch einmal ganz kurz. So. So, Markus rollt jetzt erstmal den Teig aus, das kennt ihr aus dem Tutorial. Genau. Ne? Ich werde in der Zeit schon mal Zwiebeln pellen. Und ich sehe auch schon, die hat innen drin wieder einen nicht so schönen Kern. Das heißt, wir werden nicht nur eine Zwiebel verwenden, wir werden einfach noch eine zweite mit dazu nehmen. Wem das halt nichts ist, der kann das auch wegmachen, die Zwiebel. Aber, ne, die sieht super aus. Da siehst du. Ja. Ja, Wurstgulasch ist eine super Alternative, ne?
Also im Vergleich zum normalen Gulasch geht schneller. Ja. Und geschmacklich, das ist mal was komplett anderes. Ja. Wer hat das bei euch gekocht? Bei uns? Ja. Der Kindergartenkoch. Der Kindergartenkoch. Der Prinz durfte also, nicht nach Hause gehen? Nee, tatsächlich nicht. Also, ich kenne es tatsächlich so als Kindergartenspeise. Mehr oder weniger. Zu Hause also, gab es das nicht? Ja, Mutti hat auch Wurstgulasch gekocht, aber ein bisschen, noch ein bisschen derber, sage ich mal. Na, okay. Nicht ganz so lieblich abgeschmeckt. Ja. Von daher kenne ich die Kindergartenvariante, die ich so lieben gelernt habe, tatsächlich aus dem Kindergarten. Okay. Ja. Und Daniel, bei dir? Ich kenne das von zu Hause. Ja? Ja. Mama, Papa, du selber? Mama. So, dann hätten wir das ja geklärt, wer das woher kennt. Ja. Wir werden jetzt Folgendes machen. Wir werden einfach mal, weil es auch ein bisschen rustikaler ist, die Zwiebeln nicht würfeln. Wir werden sie einfach nur einmal halbieren und in Streifen runterschneiden. Das sieht ganz wilder. Ich bin ganz wilder, ja. Das sieht nachher aber auch schön aus, ne? Ich darf dich nicht so angucken beim Schneiden. Nicht, dass es anfängt zu bluten. Ach so. Komm ich gleich mal, ein bisschen näher, Christian, weil der Teig hier immer größer wird. Ja. Ja, also nicht wundern, wenn ich hier auch immer auf den Teller gehe. So. Aber je dünner der Nudelteig ist, desto besser. Und von daher, nehme ich hier noch ein bisschen Platz in Anspruch. Das hast du in den letzten Folgen, glaube ich, auch gemacht. Ja. Ja, ich unterschätze das hier, wie weit man den tatsächlich ausfallen kann. Okay. So, deswegen halbiere ich mir die ganze Nummer hier nochmal und roll hier jetzt fleißig weiter. Soll ich schon mal hier die Pfanne ein bisschen vorheizen oder so eigentlich? Nö, ich glaube, da können wir noch einen kleinen Augenblick warten. Ich suche eher mein Hilfsmittel. Ja. Immer wieder gern genommen, in jeder Folge erwähnt. Tatsächlich. Die Teigkarte. Ah, ich wollte jetzt gerade ein kleines Quiz eröffnen. Ja? Ja. Ich glaube heute nicht. Nee? Okay. Ich glaube heute nicht. So, Zwiebeln haben wir schon mal. Bei der Paprika. Da machen wir auch nicht viel groß Gewebe drum. Ich glaube, von der grünen nehmen wir nur eine halbe. Ne? Die ist relativ groß im Vergleich zu den anderen. Und ich glaube, grüne Paprika. Ich sage mal, ich glaube. Aber ich weiß es ja nicht wirklich, ja. Ne? Dass grüne Paprika nicht jedermanns Sache ist. Weil die relativ stark im Geschmack ist. Es ist von allen dreien die geschmacksintensiveste und die bitterste. Ja. So. Ja, ihr könnt zu Hause natürlich genauso agieren, dass ihr euch wieder alles vorschneidet, bevor ihr in den Herd geht. Weil dann müsst ihr nicht eure Augen überall haben. Dann könnt ihr das ein bisschen strukturierter und in Ruhe machen. Wenn ihr wieder zwei, drei Freunde da habt, wenn ihr für die kochen wollt, einfach mit einbinden, jedem was in der Hand drücken. Richtig. Zum Essen einladen und selber kochen lassen. Ja. Ist mir auch schon passiert. Ja. Welche Form wollen wir denn die Paprika haben? Wollen wir da Würfel machen oder auch Streifen? Tja, wie war es denn in deiner Kindheit? Ja, da hat Oma ungleichmäßige Würfel geschnitten. Ja? Schön. Ich brauch nur mal ein Messer, Christian. Du brauchst ein Messer, ja. Markus. Das ist ja verrückt. Das sag ich dir. Also, hier kommen wir mal. Ja? Ja. So. Ich schneide jetzt hier einfach Streifen runter. Hab den Nudelteig ausgerollt. Und schneide jetzt hier 3 bis 4 mm starke Streifen runter. Okay. Ja. Die im Tutorial sind nicht ganz so schön geworden, deswegen gebe ich mir hier extra noch mal viel Mühe. Damit ihr seht, dass wir das auch besser können. Weil man ganz klar sagen muss, dass da immer noch, trotz unserer Videos, die Aufregung mit reinspielt. Ja. Aber so ist es nun mal. Das ist nicht perfekt zusammengeschnitten. Das sind halt einfach nur wir. So. Ne? Ist das jetzt die Realität oder ist das eine Ausrede? Das ist die absolute Realität. Ich glaube, das sieht man auch ganz klar. Dass wir so aufgeregt sind, ich denke auch, ja. So. Ich glaube, der lässigste hier in der Runde ist unser guter Freund. Genau. Daniel. Ich glaube. Nein? Nein, der muss nachher dafür sorgen, dass wir dann auch wirklich glänzen. Richtig glänzen? Naja, dass wir ordentlich aussehen.
dass es einigermaßen schlüssig ist, was wir da erzählen. Ich kann nicht viel dran machen. Meinst du, ist so schlimm mit uns? So, da du jetzt die Nudeln da auch in so wunderschöne Streifen machst und völlig gelassen und entspannt bist, habe ich mich dazu entschieden, die Paprika auch in Streifen zu machen. Ne? Naja, dann bleiben wir da heute mal bei einem Thema, ne? Genau. Bei einem Schnittbild, sag ich mal. Genau. So. Nö, naja, alles gut. Was denn? Auch nicht. Ich habe mir bloß gerade überlegt, wie du jetzt die Wurst in Streifen schneiden möchtest. Ja. Mit einem Wurststreifen-Schneidgerät. Okay, super. Ne? Wäre jetzt eine dusselige Küchenantwort gewesen. Ja. Aber da habe ich mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken gemacht. Beim Kochen bin ich relativ spontan. So, was fehlt uns noch? Die Gewürzgurken fehlen uns noch. Ich glaube, ich schneide die Wurst als letztes. Ja. Na? Ich brauche ja auch noch ein bisschen. Lass dir ruhig ein bisschen Zeit. Ja? Ja, ja. Siehst du, hausgemachte Pasta gibt es ja auch nicht alle Tage. Und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich mache die nun auch nicht jeden Tag. Deswegen dauert das tatsächlich auch bei mir ein bisschen länger hier. Ich habe gedacht, du bist ein Bömmitaliener und kannst das aus dem FF. So, schaut mal, jetzt könnt ihr nochmal sehen, hier ist die erste Portion fertig. Ja, die packe ich mir jetzt beiseite, um jetzt mit der nächsten Portion weiterzumachen. Wir machen 4 Portionen, ne? Können wir schon mal sagen? Ja. Obwohl wir nur 3 sind, aber wir machen es halt clever. Für ihn eine Portion zum Essen. Richtig. Und eine Portion sieht man ja dann im Abspann, wenn ihr so lange dran bleibt. Also für euch. Ja, zum Gucken, ne? Als kleine Inspiration, wie man es auf den Teller bringen könnte. Ja. Gewürzgurken halbiere ich jetzt einfach nur und schneide die dann auch runter, relativ dünn. Und dann sind wir mit dem Gemüseanteil fertig. Und was gleich ganz, ganz wichtig ist, wenn wir die Wurst schneiden, dann denke ich, werden wir auch erstmal eine Scheibe von der Cabanossi probieren. Oh ja. Ja. Weil wenn Kindheit, dann richtig Kindheit, ne? Dann muss man auch mal kosten, was man macht. Vielleicht an Erwachsene, die mit ihren Kindern kochen, zusammen kochen, ne? Immer mal sowas einbauen, dass die Kinder auch mal probieren können. Das ist das, was das Kochen interessant macht. So, die Cabanossi haben wir hier. Relativ große Wurst, die werden wir jetzt auch nicht in Scheiben schneiden, die werden wir auch einmal längs halbieren. Und werden sie, auch wie die Gewürzgurke, einfach schneiden. Und dann werden wir auch erstmal eine probieren. Nur Schweine essen alleine, Christian. Ja, wer sagt denn sowas? Daniel, möchtest du auch probieren? Ja, ich werfe dir keine rüber. Du bist ja kein Tier. Ne? Ich werfe dir doch jetzt nichts zu. Guck mal, der Teller ist dreckig. Das kann auch mal zu Hause passieren. Ernsthaft, ja? Ja. Nicht, wenn du vom Papptellern isst oder wenn man einen neuen nimmst. Machst du das so? Nee, ganz und gar nicht. So. Wäre aber eine Möglichkeit. Das wäre eine Möglichkeit. Eine dumme Möglichkeit, aber eine Möglichkeit. So. So, die Wiener schneiden wir nicht in Scheiben. Und dann kriegt der Daniel einen kleinen Teller. Das ist ja lieb. Ja. Mensch. Danke. Ja, er muss die ganze Zeit zugucken. So. Oder wollen wir die Wiener auch halbieren? Nein, wir lassen sie, ne? Lass die so. Ja. Bisschen schräg vielleicht schneiden. Genau. Sonst bleibt der nachher nichts mehr übrig von der Wiener. Wenn die angebraten ist, dann findest du die nachher im Wurstgulasch nicht wieder, wenn die zu klein geschnitten ist. Ich dachte, wenn wir vorher alles schon aufessen. Oder so. Und Daniel, wie sieht's aus geschmackstechnisch? Du, auch voll lecker, ne? Gut. Welche Wurst? Die Beurteilung eines Feinschmeckers. Schön. Ja, man muss Kosten beim Kochen, ne? Das ist ja Frage. Nachher aus dem Topf kosten schmeckt besser als nachher vom Teller. Ich hab dir gesagt, ich komm näher. Ja? Das ist jetzt? Das ist jetzt 2 Portionen. Das sind jetzt so, 2 Portionen. Aus der anderen Hälfte des Teigs versuche ich jetzt tatsächlich die nächsten 2 Portionen zu machen. Ja. Mit einer Nudelmaschine seid ihr da natürlich ein bisschen schneller dran. Da achtet einfach drauf, dass ihr euch von der größten Stärke, also von der dicksten Stärke,
zu Dünsten hinarbeitet und nicht den Teig versucht, von Anfang an durch die Dünsteinstellung zu quetschen. Tut dem Teig nicht gut. Genau. Na? Erstmal funktioniert es in 50% der Fälle nicht, weil der Teig da nicht durchgeht. Und die anderen 50% sind dann einfach, auch wo es funktioniert, tut dem Teig nicht ein bisschen gut. Ja. Wir können es halt nur mal wieder sagen, Kochen ist Gefühl, Leidenschaft und Zeit. Man braucht Zeit. Ja. Auch wenn alles schnelllebiger wird und wir schon Rezepte versuchen zu machen, die relativ flott von der Hand gehen. Aber bei bestimmten Dingen, da braucht es einfach nach wie vor Geduld. Genau. So. Ich wäre fürs Wurstgulasch soweit. Ja? Ja. Null. Super. Siehst du, da bist du mit der ganzen Schneiderei schneller gewesen als ich mit dem Nudelteig hier. Na gut, wir brauchen ja. Braucht das Wurstgulasch auch ein bisschen länger? Ja. Ich überlege, ob das Sinn macht, ob wir vielleicht tauschen, dass du jetzt rüber gehst. Genau, können wir auf jeden Fall machen. Ja. Ne? Und ich nehme die Inkredenz hier mit rüber. Genau. Und wird das Wurstgulasch ansetzen. Ich würde ja auch Nudelwasser schon warm machen. Sehr schön, das ist eine sehr tolle Idee. Aber erstmal mache ich das, was man hinter Markus immer gerne macht. Sauber. Was soll denn das jetzt da heißen? Ich sag mal die Folge mit dem Brett. Ja, nur. Warum gibt es dafür kein Nasse machen? Ich weiß nicht. Besser? Weil ich große Sprüche machen will und dann einfach nur so doof aussehen will. Ach Quatsch. So, das Messer. Brauchst du das Brett dann noch? Nee. Dann können wir das auch wegnehmen. Und dann werden wir uns jetzt gleich dem Wurstgulasch widmen. Da wird aber mal gespannt. So. Okay. Und kommen wir her. So, dann haben wir vom Schneiden die Zwiebeln, Paprika. Wo habe ich denn den Rest hingepackt? Ach hier, guck mal. Die Gewürzgurke und ganz wichtig, die Würstchen. So, dann heizen wir jetzt mal uns die Pfanne ein bisschen vor. Also wir machen so ein bisschen über die mittlere Stufe, ja, unsere okay. Einstellung. Wir wollen ja auch ein bisschen Fristaroma haben. Ich werde das Nudelwasser schon mal einmal zum Kochen bringen. Werde Markus immer noch, ich hätte das Brett hier noch weggeholt. Ja? Ja. Jetzt nehme ich es aufs Brett. Okay. Ja. Und Markus wird in der Zeit fleißig die Pasta weiter ausrollen. Ja. So. Dann haben wir noch die bisschen Tomaten dazu, das Tomatenmark, Gurkenwasser, das war der Ketchup und Zucker. So, Pflanzenöl, wo habe ich das versteckt? Das habe ich hier versteckt. So, dann machen wir mal einen Esslöffel, ne, kann man sagen. Ja, auf jeden Fall. Ein Esslöffel an Öl mit rein, wenn ihr sowas habt wie Cabanossi oder Knacker. Ne? So ja. Fettreichen Würstchen, die andere braten tut, anbraten, die anbrät, die ihr anbraten werdet. Genau. Dann braucht ihr nicht ganz so viel Fett hinzugeben, weil ihr genug Fett in der Wurst habt. So, wenn man sich jetzt fragt im Hintergrund, was hier brummt, das ist der Herd. Hatten wir, glaube ich, schon mal erklärt. Ist ein Induktionsherd und Induktionsherde haben leider den Nachteil bei allen Vorteilen, dass es nicht geräuschloses Kochen ist. Hm, ist ja doof. Ja, aber dafür geht's schnell. Ja, das ist gut. Na? So, dann nehmen wir als erstes unsere wunderschönen Würstchen. Mhm. Und haben die zu früh reingemacht. Nein, da kommt so langsam das Geräusch. Und braten sie in der Pfanne an. Bist du aber in Übung. Mhm. Jetzt in der zweiten Mal funktioniert sogar richtig gut. Ja? Ja, ja. Das heißt, mach zweimal Pasta, beim ersten Mal zum Üben, beim zweiten Mal sieht es viel besser aus. Genau. Ja. Je häufiger ihr das macht, desto besser werdet ihr. Das ist wie mit allen Sachen. Das Gute ist, ich habe mir mal eine Nudelmaschine gekauft, privat. Ja. Weil ich immer selber Nudeln machen wollte. Okay. Ja. Wo ist die Nudelmaschine jetzt? Ja, wieder verkauft. Aha. Ne? Also in 5 Jahren habe ich es nicht einmal geschafft, Nudeln zu machen. Ja. Wo
wollte schon sagen, ich stehe hier und rolle jetzt den Nudelteig aus und jetzt erzählst du mir, dass du eine Nudelmaschine hast. Ja, hatte. Ja. Hast du denn eine zu Hause? Wir haben tatsächlich eine zu Hause. Und warum hast du die nicht mitgebracht? Naja, weil wir die ja in unserer Küchengrundausstattungsfolge nicht vorgestellt haben. Das ist richtig. Ja. Ja, das heißt, da muss man das auch mal so zeigen. Dann, wie sieht es bei dir aus? Hast du eine Nudelmaschine? Nein, ich habe Nudeln in der Küche. Das ist ja verrückt. Er muss uns immer ausstechen, ne? Ja. Das ist Wahnsinn. Ja, ja, aber er macht das auf eine ganz elegante Art und Weise, muss ich sagen. So. Oh, es duftet. Oh. Und jetzt sieht sogar schon richtig lecker aus. Ah, wir lassen uns nochmal ganz kurz. Wichtig ist, wenn ihr Sachen anbratet, schwenkt nicht ganz so doll in der Pfanne, rührt nicht ganz so doll in der Pfanne, gibt den Sachen Zeit, Farbe zu kriegen, sich Röstaromen bilden zu lassen. Das macht die ganze Sache schmackhafter. Aber es gibt nichts Schlimmeres, in der Pfanne was zu legen und gleich wie ein Weltmeister, um mal meinen Opa zu zitieren mit so einem Sprüchen, ja, wie ein Weltmeister darin umzurühren. Mhm. Schön. So. Ich kann das hier einmal kurz zeigen. Ne? Jetzt sieht man schon, dass sich die Röststoffe bilden. Ne? Wir lassen es noch ein Minütchen anbraten. Das duftet auf jeden Fall schon super lecker. Ja, würde ich sagen. Das ist unglaublich, was so ein bisschen angebratene Wurst auslöst. Ne? Ja. Ja. So, dann nehmen wir die Zwiebeln dazu. Ich glaube, wenn man einen guten Tofu hat, ja, kann man die Wurst auch durch Tofu ersetzen. Durch geräucherten Tofu zum Beispiel. Ja. Dann sollte man einigermaßen runden Geschmack. Ja. Ich habe jetzt nach dem richtigen Wort gesucht. Du könntest natürlich auch den normalen Tofu nehmen und geräuchertes Salz zum Würzen benutzen. Das wäre auch eine Variante. Okay. So, dann nehmen wir die Zwiebelstreifen, machen die einfach mit der Pfanne. Mit der Pfanne? Nein, in die Pfanne. Mhm. So, schwenken die durch. Wir haben gesagt, das ist für 4 Portionen, ne? Ja. Also wenn jetzt die Nachbarn kriegen, wenn zu zweit runterkommt, ja, ist gar kein Problem, die können mitessen. Ja. Das ist gut. Ja. Ja, ja, sieht gut aus, ja. Möchtest du auch mal gucken, Daniel, oder siehst du von hinten? Da können ruhig noch 2 dazukommen, ne? Ich glaube nicht. Nein? 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 Wir haben ja nicht gesagt, wie oft das für 4 Portionen ist, ne? Du kannst ja den Tag, wo du es kochst, essen für 4 Portionen. Und am nächsten Tag vielleicht nochmal für 4 Portionen. Wie dumm groß der Portion haben wir das essen? Heißt, man kann Essen aufbewahren? Ja, es klingt verrückt, aber es ist tatsächlich so. Ne? Wenn wir vor wissen, was übrig haben, ja, dann frieren wir das meistens ein und meine Frau nimmt das mit auf Arbeit. Oh ja, das ist auch eine gute Idee. Ja. So, jetzt kommt der Zeitpunkt. Ich zeige das nochmal einmal in die Kamera. Das kann, da sieht man, die Zwiebeln werden langsam weiß, also glasig. Ne? Die Wurst kriegt immer weitere Röststoffe. Und das ist der Zeitpunkt, wo wir die Paprika mitzugeben. Ah, wunderbar. So, Nudelwasser, soll ich da schon ein bisschen Salz rein machen? Das kannst du sehr gerne machen. Ja? Na klar. Reines Salz oder Salzpfeffer? Nee, mach mal reines Salz. Was ist mit dem Mythos Öl ans Wasser? Bringt nicht viel. Öl schwimmt oben. Würde verhindern, dass die Pasta die Soße aufnehmen kann. Lassen wir. Soweit. Oder hast du da was anderes gehört? Ich habe nichts anderes gehört. Ja. Was soll ich denn da? Weiß ich nicht. Na, was sich die Leute so erzählen in den Küchen dieser Welt. Außer ja, ich glaube, da gibt es auch unterschiedliche Ansichten. Ne? Ja. Also ich finde, es macht Sinn, Öl an Pasta zu machen, wenn man den Tag liegen lässt, dass es nicht zusammenklebt. Das macht definitiv Sinn, aber jetzt so in dem Fall, wie wir es hier handhaben. Nee, am Abkochwasser muss genau nichts ran. Richtig. Ja. Außer man hat ein schönes Trüffelöl nach dem Kochen, ja, wenn die noch warm sind, dann kriegst du rüber und dann ja, Knoblauch-Chiliöl oder ein Basilikumöl, ja, oder irgendwas. Aber ins Kochwasser selber nicht. Ja. Gut, dann machen wir das Tomatenmark dazu. Das lassen wir jetzt auch so ein bisschen mit anrüsten. Ja. Na, ist gut für die Farbe. Ja.
Was grinst du so? Nee, ich freue mich einfach, weil es unglaublich lecker aussieht, jetzt schon, obwohl noch nicht viel passiert ist. Deswegen, Na doch, wir haben es schon geschnitten. Ja, na klar, geschnitten und auch schon angebraten, aber es sieht echt schon es lecker ist aus. Freude aufs Essen oder kommt Kindheitserinnerung? Sowohl als auch, ne? Ja? Also Kindheitserinnerung. Die würden mich jetzt einfach nur ans Essen erinnern, also von daher. Ja. Also an mich würde Wurstgulasch auch daran erinnern, als ich nach der Schule zu meinen Großeltern gekommen bin. Meine Oma hatte so einen kleinen blauen Kochtopf. Ja. Und ich bin immer später von der Schule gekommen, als die beiden gegessen haben. Ah, okay. Und dann wurde in den kleinen Kochtopf das Essen reingemacht. Ja. In Zeitungspapier, also Deckel drauf, Zeitungspapier eingewickelt und ins Bett unter die Zimtdecke gelegt. Ah, okay. Ja, dass der Prinz sozusagen warmes Essen gekriegt hat. Verrückt. Das erinnert mich an Wurstgulasch, weil Wurstgulasch war mit Kartoffelpüree in dem Fall aber. Ja. Immer eins zu essen. Was in diesem Topf denn besonders warm und nochmal irgendwie besonders geschmeckt hat. Ja. Schön. So. Lassen wir das einmal nochmal ganz kurz ruhen, dass es auch ein bisschen Farbe geben kann. Ich glaube auch jede Hausfrau hat auch da wieder, also Hausfrau, jede Köchin, jeder Koch, hat auch wahrscheinlich da wieder sein eigenes Rezept für Wurstgulasch, wie wir zum Anfang schon gesagt haben. Ich weiß auch, dass wir das bei uns auf Arbeit gleich wieder haben werden und verkaufen dann auch schon so 150 Portionen davon. Ja, wenn es gut läuft, auf jeden Fall. Dem ist immer noch nach wie vor bei großen, erwachsenen Menschen, die fest im Berufsleben stehen, doch sehr beliebt. Auf jeden Fall ein absolutes Highlight. So. Oh ja, jetzt riecht es schon ein bisschen angeröstet. Jetzt werden wir das Ganze mit dem roten Wasser ein bisschen ablöschen, damit es nicht verbrennt. Wenn den Herd auch ein klein bisschen stehen, ne? Kleiner Stellen. Gewürzgurken habe ich jetzt noch nicht mit dran gemacht. Ja. Die machen wir erst zum Schluss dran. Jetzt machen wir ein bisschen mit Wasser ran. Gewürzgurken vom Wasser. Ja, hat Markus vorhin gesagt. Richtig. Aber da war die Kamera aus. Das ist richtig. Weil wir brauchen immer so eine halbe Stunde, um so eine Folge dann vorzubereiten, wo wir die Kameras ausrichten. Also das macht Daniel. Und Markus und ich sind in der Zeit damit beschäftigt, die Lebensmittel dann vorzubereiten. Ein bisschen nett zu drapieren, damit ein bisschen schick aussieht. Und so hat dann jeder seine Aufgaben. So. Jetzt haben wir hier, sieht man, dass es ein bisschen rot ist, Röststoffe sind da. Unten ist noch so ein bisschen das Gurkenwasser und das ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir auch den Ketchup schon mitzugeben können. Mhm. Ja. Der bringt dann nochmal so ein bisschen die Süße mit. Ein bisschen Zucker können wir auch schon dran machen, ne? Ja, auf jeden Fall. So. Das duftet schon ganz vorzüglich. Wirklich lecker. Der Ketchup hat sich jetzt auch damit eingefügt. Mhm. So, und jetzt können wir einmal ganz kurz nochmal die Kamera halten. Alles angebraten, alles aromatisiert. Und jetzt machen wir einfach die Gewürzgurken dazu. Mhm. Die müssen ja nicht unbedingt mit angebraten sein, weil jetzt kommt einfach die passierten Tomaten dazu aus dem Messbecher. Ja. Gar nicht wundern, das ist ein bisschen dickflüssiger als Tomatensaft. Ja. Und deshalb, ihr könnt auch gerne Tomatensaft nehmen, aber man sagt, der Gulasch ist immer so ein bisschen sämig. Ne? Das ist nicht ganz so rennfahrermäßig, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ja. Nochmal ein Zitat zum Ding. So, und wenn es dann zu dick ist, also es wird zu dick sein durch den Tomat, durch das Tomatenmark, durch passierten Tomaten, machen wir einfach das, was Mutti früher auch gemacht hat. Ja. Und nehmen uns einfach ein bisschen, einen kleinen Schluck Wasser dazu. Brauchen uns keiner Schluck mehr sein. So, dann machen wir ein bisschen Salz, Pfeffer dazu. Richtig. So, da tastet euch auch vorsichtig ran. Genau. Wie Markus immer sagen würde, weil er die Wurst auf einen gewissen Salzgehalt hat und durch das Anbraten wird es halt noch stärker gemacht, kräftiger gemacht. Ja, kräftiger gemacht. Ich würde noch einen ganz kleinen Schluck Wasser dazugeben. So, der Vorteil ist jetzt hier, da muss nichts schmoren.
Da muss nichts stundenlang kochen. Richtig. Im Endeffekt einmal aufkochen, ne? Genau. Final nochmal ein bisschen abschmecken. Gucken, ob euch die Konsistenz gut verhält und dann. Wir können ja einmal ganz kurz. Oh, ich darf auch, ne? Ja. Daniel, möchtest du auch oder? Du isst nachher wieder mit, ne? Ja, schmeckt nach Paprika, schmeckt nach Gewürzgurke. Ich würde sogar noch ein bisschen Zucker hinzugeben. Ja, auch meine Empfindung gewesen auf jeden Fall. Also entweder Zucker oder Ketchup könnte man jetzt auch noch mal zu nehmen. Ich muss mal probieren. Ich weiß nicht, ob das Zucker ist. Ja, ist es. So. Und ihr seht, das ist halt ein ganz, ganz einfaches Kindheitsgericht. Ja, wenn wir so weit sind, können wir im Endeffekt schon mal die Pasta mit in den Topf nehmen, ne? Ich würde das vielleicht noch einmal ganz kurz in die Kamera. Mal ganz kurz. Ne, dass ihr ungefähr seht, wie es aussehen kann. Ne, dass es dann halt so ein bisschen sämig ist, aber trotzdem noch genug Flüssigkeit da ist dann für die Nudeln. Ja, und während das kocht. Ja. Und wir jetzt schon mal die Pasta in den Topf. Das ist jetzt gesalzenes Wasser, das kocht. Achtet darauf, dass einfach ausreichend Wasser am Topf ist, da die Pasta nämlich mag in viel Wasser zu schwimmen, dass sie nicht zusammenklebt. Außerdem, das habe ich auch schon im Tutorial gesagt, ist es bei Pasta wichtig, dass ihr dort bei frischer Pasta, dass die Garzeit nicht ganz so lange ist. Ne? Also schätzungsweise brauchen die frischen Nudeln ungefähr 3 bis 4 Minuten, währenddessen die getrockneten, fertigen ja wesentlich länger brauchen. Ha? Ja. Ja, dann warten wir jetzt darauf, dass die Nudeln fertig sind. Genau. Das Wurstgulasch noch einmal ganz kurz, ne? Passt tatsächlich. Ja, ein bisschen Zucker war es nur gewesen. Die Würstchen geben auch Salz ab. Ich würde sagen, dadurch, dass es hier ganz schön warm ist und die Technik uns heute einen kleinen Strich durch die Rechnung macht, einen kleinen Streich heute spielt, müssen wir leider ehrlich zugeben, weil wir haben mit so einer Temperatur heute nicht gerechnet. Ja. Das sind über 30 Grad hier in der Wohnung und bei 3 Kameras, genau, falls es euch auffällt, dass das Licht hin und wieder mal ein bisschen heller, dunkler wird, können wir ruhig mal sagen, da können wir leider nichts zu tun. Ja. Wir hoffen, wir konnten euch trotzdem ein bisschen mit in die Kindheit nehmen. Auf jeden Fall. Na? Und mit den Worten würden wir uns verabschieden und sagen, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn euch auch diese Folge gefallen hat, lasst uns doch gerne einen Daumen hoch da. Und wenn ihr diese Folge mit uns gemeinsam gekocht habt, zeigt uns doch eure Gerichte auf unseren Social Media Kanälen unter dem Hashtag jeder_kocht. Hier auf der rechten Seite könnt ihr noch auf unser neuestes Video klicken und darunter auf unser Logo, um diesen Kanal zu abonnieren. Wir verabschieden uns und sagen wie immer, macht's nicht gut, macht's lecker!